Moin! Let's play alle 17 nordfriesischen Marschmap 3.1 ohne Gräben Standard Map. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in den letzten Zügen auf der Standard Map. Die letzten Folgen. Ich ernte alles ab, was abzuernten geht, um die Felder frei zu haben. Wir haben uns gerade noch in der letzten Folge noch einen neuen Drescher und einen neuen Anhänger gekauft. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich mir noch einen Anhänger kaufe, weil die Wege von hier zu den Dieselfabrikation, die sind doch relativ weit und relativ lang. Da müssen wir mal schauen. Ich will überprüfen jetzt erstmal, wie hier das alles läuft. Ja, das sieht ja gut aus. Mal. Das ist Feld 4. Gut, das brauchen wir für die Brauerei. Oh, hier sind wir gleich fertig. Letzte Bahn. Feld 2 ist das. Das Feld, Feld 1. Genau, Feld 1. Mein Fehler. Ja, sehr schön. Den Fahrer können wir schon mal rufen. Kriegen wir das noch leer da rein? Ne, kriegen wir nicht, wa? Ganz knapp nicht, oder? Na doch, könnte gerade so passen. Oh bitte, ja, bitte, 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 ja, hat gepasst. Super. So, wie schalte ich das noch aus? Jawohl, so. Hier drüben. Drescher auch zuklappen. Schneidwerk auf den Schneidwerkswagen legen. Warten wir eben hier, bis der Abfahrer kommt. Ich weiß ernsthaft nicht, ob ich tatsächlich hier noch machen soll. Ich wüsste nicht, wann ich es wegholen soll. Ich lasse das mit dem Stroh. Völlig egal. Hätten wir keine Strohablage einschalten brauchen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Okay, der fährt auf Feld 4, gerade beim dritten Vorgewende. Das ist ja schön. Er fährt auf Feld 2. Was ist da noch zu machen? Das ist auch überschaubar. Ja, zwei Drescher brauchen wir da ja eigentlich gar nicht da oben. Können wir machen, müssen wir aber nicht. Ja, mein Abfahrer hier. Feld 7. Läuft, würde ich sagen. Da fährt er. Sieh mal an. Was er so macht.
Fuß. Jojo! Mach mal. Hab an, du Klappstuhl, wie man zu sagen pflegt. Okay. Keine scharfen Ecken. Jetzt mal egal. Wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Das ist alles gut soweit. Läuft alles seinen geregelten Gang. Sehr schön. Ja, der hat natürlich auch richtig Kapazität, der Karos. Da passen, glaube ich, 75.000 rein oder so. Gar nicht. Achso. Doch, wie wohl. Wo ist denn jetzt mein Abfahrer? Da hinten steht er. Den können wir nämlich jetzt auch da hochbringen. Zur Rapsernte. Achso. Ja, klar. Muss natürlich den Abfahrer entlassen. Dann mal dahinter fahren. Ist ja klar. Follow Me Mod. Echt hilfreich bei sowas. Einsteigen. Kurse löschen. Motor starten. Mich da einschalten, weil es so schön ist. Dann geht's los. Dann geht es los. Jetzt habe ich ja tatsächlich ein Grasfeld umgepflügt. Ich glaube, das werde ich nicht mit auf die neue Karte übernehmen können. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Das muss ich dann wahrscheinlich nochmal pflügen. Natürlich schön mit dem Xerion machen, weil der natürlich richtig Leistung hat. Kann sich nur noch um Stunden handeln, kann man sagen. Aber den bringen wir gleich auf den Weg. Ganz so riesig sind die Felder da oben ja auch nicht. Also ja, das eine schon, aber da können wir dann vielleicht gleich sogar mit zwei Abfahrern, mit zwei Dreschern abfahren. Da gucken wir mal. Machen jetzt erstmal das kleinere von beiden. Vielleicht passt das ja so zeitlich, dass wir das größere mit zwei Dreschern bearbeiten können. Mal sehen. Eins und die vier fahren. Dann da oben. Ja, nicht auch ein Logo drauf von einer Jahre oder so? Nee. Eins.
Ich bin mal gespannt, wie mein Abfahrkurs funktioniert da für den Xerion. Ob der funktioniert. Irgendwie gar nicht so ertragreich, das der Wabs. Der Baum da schon immer? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, muss ich zugeben. Nicht sagen. Und erstmal aussteigen, follow me mal raus. Da sind sogar noch Zuckerrüben im Boden. Ja, ich weiß, nicht durch die Frucht. Das Feld ist das, was ich selbst umgepflügt habe. Das heißt, dann bei mir fällt 27, das siebte Grasfeld ist. 28 habe ich auch umgepflügt. Echt? Nee. Brauche ich nicht. Automatisch, scharf. Ja. Na, 6 Vorgewände. Ja, macht eigentlich nur Vorgewände, sehr schön. Dreschen und Fahrer einstellen. Er fängt an, hoffe ich. Ich muss dann gleich mal anfangen und mir einen Kurs einfahren. Auch wieder zur Raps-Raffinerie. Diesmal allerdings will ich das ein bisschen anders machen. Da möchte ich dann zum Speiseöl. Speiseöl brauche ich auch für die Kartoffelfabrik. Ordnung in meine Ordnerstruktur bringen. Die Cosplay-Kurse. Das werde ich alles im Zusammenhang mit dem Umzug auf die Vierfach-Map machen. Weil die Cosplay-Kurse können wir ja zum Glück mitnehmen. Was sehr gut ist. Das ist auch echt ein langer Weg hier, ne? Gibt's ja nix. Wirklich ein langer, langer, langer Weg. Da oben nicht eigentlich noch irgendwie besser noch ein Silo stellen sollte und das alles ins Silo fahren. Mal gucken. Warte mal ab, was die Vierfach-Map bringt. Und gegebenenfalls, vielleicht gibt es da ja noch zwischendurch irgendwelche Lagermöglichkeiten. Siloanlagen. Nicht Silage, sondern nicht ein Silo, wo ich was reinkippen kann. Dann würde ich das natürlich machen.
Folge neigt sich hier auch schon gewaltig dem Ende. Naja, wir überziehen ja eh bei den ganzen Folgen. Und notfalls lasse ich dann auch mal ein bisschen die Ernte so im Hintergrund laufen, ohne dass ich das komplett aufzeichne. Damit wir dann, ich habe mich also jetzt entschieden, wir werden Samstag umsteigen auf die Vierfach-Map, nicht am Freitag schon. Das gibt mir ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit. Ihr habt dann gleich zwei Ausgaben hintereinander direkt mit der neuen Map. Wie war das jetzt? Muss ich jetzt hier einen Abkipppunkt setzen oder muss ich keinen Abkipppunkt setzen? Wenn ich einen setzen muss, schadet das? Wenn ich keinen setzen muss, schadet das, wenn ich doch einen setze? Oder wer kann es mir sagen? Wer weiß es? Den wollte ich ja auch noch wegfahren. Aber eigentlich ist egal. Ups, Wasser. Ja, moin. Hier ist was los. In Haupterntezeit, ne? Hier könnte es natürlich zu Problemen kommen, weil hier die Kurse nicht hundertprozentig sauber eingefahren sind. Und zwei Abfahrer auf dem gleichen Kurs mehr oder weniger. Da kann es natürlich schon zu Schwierigkeiten kommen. Aber wir schauen mal. Versuchen das natürlich so ein bisschen umgehen. Okay, irgendein Lexion steckt im Verkehr fest. Wahrscheinlich irgendeinen Vollpfosten wieder vorgestellt hat, aber da kann ich jetzt gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Ich muss jetzt erstmal hier den Kurs einfahren. Aber das haben wir ja auch gleich, das Kurs einfahren. Das ist ja doof, dass da eine Leitplanke ist. Hab ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, egal. Fahren wir hier rum. Und dann fahren wir hier rum. Dann fahren wir hier rum. Und dann sagen wir hier Stopp. So, das Ganze speichern wir jetzt eben. Und dann können wir im Prinzip ja auch schon einen Abfahrer einstellen. Fährt jetzt direkt hinterm Drescher. Ja, ich habe Umfahrung ausgeschaltet. Richtig, habe ich gemacht. Ich will eben gucken, wer ihn richtig abtankt. Wenn ja, dann springen wir gleich zu dem Lexion, der im Verkehr steckt, feststeckt. Ja, nicht schwimmen gehen. Auch wenn ich die Version ohne Gräben habe, gibt es hier und da doch mal einen Graben. Das sieht erstmal gut aus. Ja, wie kann man sich auch da hinstellen?
lassen. Zurück. Ey. Ey. So, der nächste hat natürlich durchdrehen rein. Das war aber abzusehen. Das war klar, der will nur. Du hast die Aufgabe erledigt. Oder was? Ja, tatsächlich. Er hat die Aufgabe erledigt. Allerdings noch nicht leer. Der Abfahrer kommt. Ah, der andere Klaas hat schon wieder durchdrehende Reifen. Fahre ich euch beide da oben jetzt auch noch hin? Nee, ich glaube nicht. Oder? Ja, mal gucken. Ja, ich weiß. Kannst aber auch nichts für. Wieso habe ich hier eigentlich alles an? Allrad, Differentialsperren und so. Kann man Fahrer einstellen. Das läuft, das ist schön. Ich fahre jetzt hier keinen weiteren Drescher mehr hoch. Ich habe hier oben jetzt zwei Drescher. Die arbeiten hier vor sich hin. Die bringe ich dann nachher beide auf das eine etwas größere Feld noch. Feld 6 ist es, glaube ich, oder so. Mit zwei Abfahrern. Und dann soll das wohl laufen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei euch. Und würde mich über einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo freuen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer der wenigen Folgen, die wir noch auf der Standard-Map spielen. Danach kommt dann die Vierfach-Map am Samstag. In diesem Sinne sage ich Ciao!